Willkommen zurück, My Stranded Alien Dawn. Daniel ist dabei, der baut gerade das Haus fertig. Wir müssen immer noch eins von den... Oh, guck mal hier. Hier sind kleine mit anderen Farben. Ist aber im Prinzip dasselbe. Die haben ja alle teilweise andere Farben. Ah, die Wand wurde fertiggestellt. Sehr gut. Hier ist irgendwo gerade ein Meteor reingeschlagen. Naja, so kriegt man also einen neuen Stein. Gut, dagegen haben wir, glaube ich, keine, Verteidigung. Das heißt, wir brauchen Orbitalkanonen. Ich überlege, ob wir hier vielleicht noch ein Tor hinzufügen sollten. Und ob die Felder nicht zu klein sind. Ich würde tatsächlich noch gern mal ein Silikon-Ding machen. Es werden wieder immer mehr, ne? Ist das mit dem Schlafen fertig? Die wollen unbedingt explorieren. Manage, Research. Ich meine, wir haben das jetzt noch mit dem Schlafen. Haben wir jetzt. Sie kommen! Hier, Sleep Training. Das sind mittlerweile richtig viele. Wir brauchen echt den Flammenwerfer. Zum Glück ist Tag, dann sehen wir die besser. So, die hier werden wir nicht ernten. Ja, wir haben die ja alle zum Repairen freigegeben. Der Raum hier muss natürlich auch noch gemacht werden. Beziehungsweise muss das Holzdach erweitert werden.
Machen wir hier mal ein paar Sitzsessel hin. Ich würde auch gern mal dann das Bauen reinmachen. Aber das soll nicht so hoch sein, tatsächlich. Da sind ein paar Nahkampfwaffen, die mal verbessert werden müssen. Ja gut, da sind wir gerade ja beim Forschen dran. Ist auch fast fertig. Ich würde die gerne hier an die Wand moven. Das Ding. Und würde hier gerne ein Regal hinmachen. Ich glaube, die hier brauchen wir gar nicht. Die werden wieder abgerissen, weil das kann alles dann doch hier rein. Braucht der 17 Grad? Ich weiß es nicht. Dann werden wir auch hier neben ein Haus bauen. By the way, mir fehlt ein, ich habe vergessen, hier noch einen Boden reinzumachen. So, hier machen wir einen Holzboden rein. Nehmen die Feuerstellen. So, dann einmal noch mal einen Steinboden zum Craften. Ein Holzdach hin. Ich hoffe, wir können da drüber gucken mit den Fenstern, dass das kein Problem wird. Das heißt, einmal wieder Steinwände. Müsste klappen mit den Fenstern. Die gucken dann zwar genau aufs Dach, aber hey. So, hier kommt dann Produktion und die ganzen Teile rein. Aber anscheinend haben wir wieder nicht genug Stein.
Wo kommen diese komischen Geräusche her? Ach so, wir können jetzt hier auf jeden Fall kein Essen. Genau hier. Hyde soll hier rein. Wobei, wir können dann ja auch das Verarbeitete da reinmachen, ne? Wir müssen generell nochmal einen Storage drin bauen, ein überdachtes Innen-Storage. Du hast Emily getroffen. Okay, wir müssen nochmal Steine suchen. Es wurden ja jetzt ein paar gedroppt. Mir ist tatsächlich Erz vom Himmel gefallen. Na gut, können wir auch meinen. Markieren wir mal Steine. Heatwave, okay. So, dann einmal... Summer Boots, Summer Pants, T-Shirt. Was sind denn das für Viecher? Oh, ich glaube, das sind welche, die schießen können. Die hat gerade eine Double-Attack gemacht. Komm, der letzte. Okay, die letzten zwei. Aber die Sniper ist schon geil. Boah, One-Shot. Nova braucht gar keine Hilfe. Mit der Sniper.
Naja, wir haben ja Sommerkleidung, haben wir ja auch hier drin. Aber vielleicht sollten wir doch von jedem 4 Paar haben, falls wir dann so wie jetzt wechseln müssen. Beziehungsweise jetzt von jedem 5. Die haben gar nicht so viel zu essen, okay. Emily, warum? Starving, ja, geh doch essen. Wir müssen noch die Red Dings müssen wir noch erforschen. Das war einer, ist aber direkt wieder weggeflogen. Die kommen nur, wenn nichts anderes da ist. Ich habe aber eine Idee. Ich baue mal hier so ein Meatlore hin. Ja, einfach mal runtergefallen, ne? Antibiotika. Da sind jetzt tatsächlich Bandagen weggerottet. Nova natürlich mal wieder angeben, ne? Kommt Lara hier rum, macht ein paar Schüsse, kommt direkt Nova, muss angeben. Das lässt sie sich nicht hier fallen. Uns auch mal das Ohr hier. Das Ding müsste ja langsam mal fertig sein. Creature Comfort. Okay, das ist denen ein bisschen zu klein. Okay. Wir können es ein bisschen größer machen, tatsächlich. Shift halten, Mensch.
Okay, der will die dann weiterziehen, wenn ich hier einmal klicke. Dann muss ich es einmal wirklich wegmachen. Dann machen wir den die Räume ein bisschen größer. Ich weiß gar nicht, ob wir da an die Wand eine Wand zimmern mussten, weil da ja schon eigentlich eine Wand ist. Egal. Ach cool, die Vents kann man moven. Könnte sogar die Türen moven. Eigentlich ganz cool, wenn man reinkommt, direkt gegen eine Wand guckt. Egal, die wird auch halt weggerissen. So, ist der Raum jetzt ein bisschen größer? Kann er, reicht der jetzt? Private Bedroom, komm von Tarot Bed, aber was ist mit der Größe des Raums? Ich glaube, das ist das jetzt. Das wurde geupgradet in my own bedroom. Das heißt, das hat schon gereicht. Ein Hot Air Balloon. Wir bauen mal einen, weil die wollen ja unbedingt einen haben. Wir brauchen immer noch Stein. Wie sieht's eigentlich beim Dingsen aus? Brick Room? Okay. Was könnten wir denn mit dem... Ach, wir können da Tierfett rausmachen aus Insekt. Okay, Öl. Aber erstmal brauchen wir noch Steine.
So, was wir mal machen können, wir können jetzt da schon mal ein bisschen Storage reinmachen. Aber dann musst du erst diese Wand hier... Die machen wir nochmal weg, weil die Wand muss erst gebaut werden. So, dann können wir hier nochmal ein Regal bauen. Hier für das rohe Erz, für den hier. Seht ihr, wird hier schon schneller gedingst. So, deselect all. Hier soll rein. Leder. Und für Bricks. Ja, die Roth, wobei Skinbark kann ja auch rein. Hide ist ja hier draußen. Hide und Leder, wobei das Leder werden wir auch hier drin lagern. Haben wir Electric? Krass. Ja, das mit dem Tutorial, das haben wir ja schon mal gespielt. Natürlich bringt der Strom uns nur was, wenn wir dann auch Sachen dafür haben. Aber dafür müssen wir erstmal elektronische Sachen finden. Wobei der bringt uns auch nichts. Elektronik. Das ist einfach nur schnelleres Schmelzen. Let's explore. Ja, ruhig. Wir müssen den erst noch bauen. Dafür brauchen wir Steine. Das ist hier vom Berg gefallen, das ist tatsächlich nicht Stein, sondern Erz. Haben wir jetzt eigentlich schon alle Wracks in der Nähe? Also das ist noch in der Nähe. Also alles, was einmal rum ist, machen wir. Das heißt, der auch. Und dann wäre schon die nächste Stufe, wäre dann hier hinten. Hier ist ein Riesending.
Der ist richtig schnell im Forschen, der Daniel. Ah, guck mal hier. Einmal bitte noch erweitern. So, und die können jetzt auch deconstruct werden. Wir testen das erstmal bei dem hier oben. Wieso ist hier Erz drin? Erz sollte doch hier rein. Also hier erstmal deselect all. Hier soll jetzt nur Erz rein. Metallstangen. So, den können wir jetzt aber schon nach drin moven. Auf geht's! Wer isst den auf? Gute Arbeit. Jetzt müssen wir ein bisschen drauf achten. Ja, die können wir ja alle hier mal butchern. Daniel! Achso, das ist was anderes. Ne, ich warte darauf, dass die Großen kommen. Wir haben auch gar nicht geguckt, ob der hier mal gekommen ist. Er ist wieder weggeflogen.
Hier ist einer. Ist wieder weggeflogen. Die essen einfach die Haut weg. Gut, das Problem ist, wir brauchen rotes Fleisch. Das haben halt die hier. Ja, die haben halt anderes Fleisch. Oh krass, das Ding wurde gebaut. Ja, komm, eine Expedition dahin. Wer macht es? Emily? Nova brauchen wir jetzt zur Verteidigung. Aber wenn Lara nicht dabei ist, kocht nichts. Kanna will ja nicht kämpfen. Emily schafft das allein. Tschüss. So, vielleicht kommt jetzt eins. Okay, die hat tatsächlich Daten gefunden, da ist die jetzt reingegangen und hat persönliche Nachrichten gefunden. Was? Die wollen Insektensuppe in Raketentreibstoff ändern? Nice. So, das Researchen holen wir jetzt auch mal rein. So, dann kommt jetzt die Workbench. Wenn wir hier mal ein Regal für Waffen machen. Falling Rescue Bird. Das ist also eine neue Expedition, die wir haben. Einfach kaputt gemacht. Okay, dann schicken wir Emily los und Kana, weil Kana kann... Achso, das kann nur eine Person machen. Ja, Emily. Ich dachte, wir könnten mehrere selecten. Auf geht's. Emily. Wurde einfach mal hier das Ding gemacht. Haben wir keine Sticks mehr, oder was?
Wir müssen noch ein paar Büsche also entfernen. So. Okay, sie ist zu spät. Es sieht so aus, als wurden die angegriffen. Also, denen ist wohl nicht mehr zu helfen. Also, wir haben jetzt die Möglichkeiten, dass die abhauen soll, bevor die auch angegriffen wird. Oder die soll noch ein paar Ressourcen holen. Ich glaube, wir ziehen sie zurück. Weil, wäre Nova da, hätte ich gesagt, okay, klar, kein Problem. Emily ist zwar unsere nächstbeste. Aber es ist auch zu riskant. Und noch haben wir ja Ressourcen. Wurde das eigentlich jetzt hier schon mal dekonstruiert? Nee. So, hier bitte deselect all und dann weapons. Haben wohl keinen Platz mehr für Sticks. Haben wohl noch genug. Okay, dann verstehe ich halt nicht, warum das andere dann nicht gebaut wurde. Ich glaube, wir bauen hier tatsächlich nochmal ein Draußenlager. Ich würde das gern wegtun. Das würde ich, glaube ich, auch gern wegreißen. Okay. Also toxische Asche, ne? Die bewegen sich langsamer, es könnte Blutvergiftung geben. Und die Farm verlieren Leben. Solarpanels funktionieren nicht so richtig. Also eigentlich soll hier nur Konstruktionszeug liegen.
Und vielleicht Treibstoff. Frag mich, wie lang die toxische Arche hier ist. So, wir haben hier drin noch kein Licht. Machen wir erstmal da ein Fenster hin. So, wir werden jetzt alles das, was wir woanders schon lagern, theoretisch, wegmachen. Weil wir können ja leider hier nicht mit Prioritäten arbeiten. Ich dachte eigentlich, dass das hier eins wäre. Aber anscheinend ist das getrennt. Oder ich habe es aus Versehen getrennt. Ja, wir warten, bis der hier durch ist. Das hier ist natürlich wichtig. Ach, guck hier. Das, ich habe nämlich gedacht, Öl, da kann man bestimmt noch zu Fuel machen. Aber dass auch hier das dieses Insektenzeug geht, ist natürlich krass. Alter, was? 50 Minuten fast. Ja gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.